Ah, wunderschönen guten Morgen. Hallo, herzlich willkommen. Ich fühle mich ja wie zu Hause. Uns trennt ja nur eine kleine Grenze, aber die Sprache ist die gleiche. Ja, ihr versteht's mich. Ich verstehe euch. Ja. Wenn du Richtung Berlin gehst, Richtung Hamburg gehst, dann wird es immer schwieriger. Also, darum freue ich mich. Es ist sozusagen, ich bin zu Hause. Danke, lieber Frank, für die Anmoderation. Jürgen Pichler, Neudeutsch CEO und Founder. Das heißt, ich habe vor 19 Jahren eine Firma gegründet. Heute sagt man Startup. Damals haben wir nur kein Geld gehabt. Wir waren damals in einem Mehrparteienhaus im Keller. Also wenn ihr es besucht hättet damals, wäre es in die Waschküche gegangen. Ja? Wir machen seit 19 Jahren Recruiting, Magazin, Veranstaltungen für die Gastronomie. Ich kenne so ziemlich alles aus dem Recruiting-Bereich. Ich kenne noch die Zeiten, vielleicht ein paar, die im gleichen Alter sind wie ich, die kennen noch Bewerbungsmappen, Referenzschreiben und ähnliches. Ich habe die ganze Reihe durchgemacht. Was ich euch jetzt erzähle, ist sehr datenlastig, weil wir de facto ein Digitalunternehmen sind, das alles mittrackt. Ja. Ich zeige euch jetzt das, was möglich ist, wo ich genau weiß, wenn du es so machst, dann wirst du diesen Erfolg haben. Ich steige wahrscheinlich den einen oder anderen von euch auf den Schlips und das auch ganz bewusst. In der Hoffnung, dass ihr diese Information mit rausnehmt, ich kann nicht sagen, wie es einfacher geht. Ja. Und wir haben jetzt so 35 Minuten vor uns. Lieber Frank, wenn ich die 35 Minuten mich nähere, ja, hustest du, winkst du, ich wink zurück und dann schauen wir, was passiert. Okay? Es ist keine Keynote, die ich vorbereitet habe. Ich erzähle einfach wirklich frei Schnauze, was wir sozusagen wirklich wissen. Und dann schauen wir, wo die Reise hingeht. Wir sind dann zum Schluss noch da. Wer Fragen hat, wir haben da oben im ersten Stock einen kleinen Stand. Plus, wenn ihr uns ein E-Mail schreibt, bekommt ihr diesen Vortrag plus weitere Informationen sehr, sehr gerne kostenlos zugesendet. Ich bin nur hier, weil mich eine Dame dazu motiviert hat. Die liebe Isabella, ist sie eigentlich hier im Raum? Ja, hier ist sie nicht. Normalerweise, ich habe das einmal gemacht für den Walter Veit, für die ÖHV. In Österreich, im Frühjahr war das in der Hofburg und das mache ich hier, weil das eine tolle Energie ist. Also Titi Hoger und ich, oder wir stehen ja nicht unbedingt, fand ich ganz auf Urlaub, aber was hier in Bayern passiert, ist was ganz Einzigartiges. Ja. Das zeigt, welche Menschen hier am Ruder sind und darum bin ich sehr, sehr gerne gekommen, weil ich meiste, das ist eine ganz tolle Energie. Also wir beginnen sozusagen jetzt. Dieser Satz, wir können sozusagen schimpfen, was wir wollen und jammern, es ändert sich nichts. Der Geschäftsführer hat es eh bereits gesagt, es wird bleiben, wie es ist. Ja? Die einzige Frage ist, was können wir daraus machen? Ganz kurz zu uns, wir machen das 19 Jahre, wir wickeln über 100.000 Jobsuchen pro Monat ab. Ja? Haben 150.000 aktive Bewerber, haben ein Magazin, das sehr cool ist, mit 114.000 Leser, viele Newsletter und Social Media Fans. Und wir tracken alles. Wir schauen nachher, was funktioniert. So, das heißt, wir können Recruiting, wir verschicken 82.000 Bewerbungen pro Jahr und auch wenn ich mich noch einen Österreicher anhöre, 49% der Bewerbungen gehen nach Deutschland, 40% nur nach Österreich und 11% international. Das heißt, es sind Erfahrungswerte und wenn man diese Werte, die ich euch jetzt noch zeige, übereinander legt, ist es vollkommen egal, ob es Österreich oder Deutschland oder international ist. Es funktioniert überall gleich. Hier mal die gute oder die schlechte Antwort zuerst. Es gibt nicht die Lösung. Ich kann euch nicht, ich bin nicht der Prophet, ich habe nicht wieder den Goldschatz mit, weil ich sage, das ist es jetzt. Wenn du so machst, wird es garantiert funktionieren. Das gibt es schlicht und ergreifend nicht. Recruiting ist ein Puzzle. Es besteht aus wunderbaren, kleinen, vielen Puzzleteilen. Und wenn man die schön zusammenstückelt, dann kann das wirklich etwas Erfolgreiches werden. Wir haben eines gemacht, wir haben die Bewerber, die bei uns Jobs gesucht haben, gefragt, warum suchst du denn eigentlich einen Job? Ja, was ist deine Motivation? Warum suchst du etwas Neues? Stand 1.11., also wirklich brandneu, 5.479 Bewerber haben diese Auskunft gegeben. Warum suchst du einen neuen Job? Und eventuell auch eure Mitarbeiter sind darunter gewesen. Jetzt denkt man sich, ja, es ist garantiert die Kohle, ich will mehr verdienen. Nein, 87%, also Mehrfachnennungen waren möglich, haben sie, es geht mal um die Arbeitszeiten. Also ein positiv formuliert, eine Möglichkeit, dass man intern lösen kann. 57%, das ist schon ein bisschen spannend, keine Identifikation mehr mit dem Betrieb. Ich bin emotional nicht mehr verbunden mit euch. Ja? 51% finden Sie, haben keine Wertschätzung vom Betrieb oder vom Vorgesetzten. Wir sind nur bei den Soft Skills letztendlich. Ja. 47% sagen nur, es geht um die Kohle und 21% um einen Karriereschritt. Das heißt, wenn man sich das anschaut, das sind also
unglaubliche Werte. Alle glauben, es ist die Kohle. Es ist nicht das Geld. Wir haben selber eben zwei Kinder. Der Große ist Nonar Koch, der ist Küchenchef. Mit dem habe ich diese Sachen durchgekaut und der hat es mir dann wirklich plausibel erklärt. Ja? Unser Pascal ist 30 Jahre, ist in einem tollen Restaurant in Österreich Küchenchef. Und er sagt, das Einzige, was mich nervt, ist, dass ich 6 Tage arbeiten muss, weil wir keine Mitarbeiter finden. Ja? Ich stehe 6 Tage, manchmal 7 Tage im Betrieb und ich mag nimmer. Ich mag einfach nicht mehr. Das heißt, Arbeitszeiten ist das Thema. Das Gehalt, die vorletzte mit 47%, ist bei ihm und bei vielen nicht mehr das Thema, weil die verdienen schon so, so gut. Man hat überall das Gehalt nachgebessert, dass die ja nicht in andere Branchen abwandern. Ja, das ist nicht mehr das Thema. Es geht wirklich ein bisschen gar nicht um Work-Life-Balance, das spielt manchmal auch eine Rolle bei der Generation Z, aber es geht wirklich darum, zu sagen, ich habe geregelte Arbeitszeiten, bessere Arbeitszeiten. Keine Identifikation. Er sagt, ich sage es meinem Chef Ewigkeiten, aber es kommt halt nichts daher und ich fühle mich jetzt im Endeffekt von diesem Betrieb ausgenutzt. Das ist dieser Punkt. Kommunikation, glaube ich, ist ja ein großes Thema. Wenn man ganz klar mit den Mitarbeitern redet, es tut mir leid, ein Ende ist in Sicht, wir tun das. Bitte, lieber Mitarbeiter, vielleicht hilfst du mir auch, ich gebe dir ein Kopfgeld. Ja? Funktioniert am besten, gute Mitarbeiter kennen gute Mitarbeiter, das ist relativ einfach. Ja? Das heißt, diesen Tipp kann ich euch geben, wenn ihr diese High-Performer im Unternehmen habt, sagst du, wenn du mir jemanden empfiehlst, da hast du 1.000, 2.000, 3.000 Euro von mir aus, wenn das, aber in Raten auszahlen, den Tipp gebe ich euch auch. Ja. Also wenn der kommt, ein bisschen was, nach 6 Monaten ein bisschen was und das große Finale nach 12 Monaten, weißt du, dann kannst du ewig Kopfgeld erzahlen, ja, mit dem Geld hinterherrennen. Aber hier im Endeffekt die Mitarbeiter mitnehmen im Verständnis, wo ist das Problem, wie kann man das Problem gemeinsam lösen, Kommunikation. Und ihr weißt, alle steht sie wahrscheinlich im Betrieb und habt nicht Zeit, hier strategisch jetzt dann großartig einzugreifen. Nehmt euch aber diese Zeit, diesen Tipp gebe ich euch und kommuniziert intern. Das ist das Wesentliche. Ansonsten, das könnten auch eure Mitarbeiter gewesen sein. Wertschätzung, Vorgesetztenverhalten, glaube ich, ist ganz stark im Endeffekt mit dieser Identifikation zusammen. Nimmt man mich mit auf die Reise, nimmt man mich nicht mit auf die Reise. Die Zeiten sind ja Gott sei Dank vorbei, wo Mitarbeiter schlecht behandelt wurde, es kann sich keiner mehr leisten und aus diesem Grund, glaube ich, kann das nur mit dem zusammenhängen. Besseres Gehalt, der Kollege lockt mit 200 Euro mehr, das andere Restaurant mit 200 mehr und da ist immer das Limit erreicht. Ja. Da ist darum auch die vorletzte Position. Karriereschritt, dass man sich denkt, das, glaube ich, spiegelt das Ganze wieder, es geht nicht mehr um Karriere. Die Jungen haben schon Positionen inne, die man früher mit 40 erhalten hat, ist man jetzt mit 25 auf dem Küchenchef. Ja. Viel kann man sagen, negativ, weil es fehlt die Ausbildung, das Wissen, alles drum und dran, aber es ist so. Das ist der Grund, warum bei uns, und ich glaube, es ist repräsentativ für die ganze Branche, Bewerber einen neuen Job suchen und da sind garantiert eure dabei. Das heißt, mein Tipp, bevor wir jetzt hineingehen in Zahlen, Daten, Fakten, wie es besser macht, versucht zuerst euer bestehendes Team zu verstehen und durch Anpassungen zu halten. Wenn ihr das nämlich nicht tut, seid ihr wunderbare Kunden für uns und wir finden irgendwelche Mitarbeiter für euch und das Spiel wieder von vorn los. Schaut sie wirklich, dass ihr im Endeffekt das Team in ein Team-Meeting nehmt, in ein Kick-Off nehmt, fahrt irgendwo am Nachmittag hin und versucht, das Team zu verstehen, weil das größte Vermögen, das wissen wir jetzt, dann ist das Team. Ohne Team, ohne Mitarbeiter sind wir gar nichts. Ja, da können wir, ich kenne Betriebe in Tirol, in Vorarlberg, Walter, wirst du es auch kennen, die bieten kein Essen mehr an, da gruppieren sich Hoteliers zusammen. Was passiert? Der Gast sagt, na, fahr ich nicht hin, ist nur das Essen, das Wohnen alleine ist zu wenig, ich möchte auch schon essen. Also da fehlt es noch auf einmal, da fängt noch dieses Gerüst zum Wackeln an. Also das größte Vermögen ist definitiv euer Team. Ganz klar, HR oder Recruiting ist Chefsache. Jetzt kann man sagen, ja, ich habe auch nicht Zeit, dass ich mich permanent um Bewerber und Ausschreibungen kümmere. Ja, aber es muss ganz klar da oben sein. Das größte und auch der größte Posten in den Ausgaben ist definitiv, sind Mitarbeiterkosten. Drum macht es bitte zur Chefsache. Holt euch auch für das erste Gespräch einen Sparringpartner. Man ist natürlich als Chef natürlich immer beleidigt, wenn man kritisiert wird. Geht mir genauso, ja. Eine Mitarbeiterin ist apropos da. Elena, das stimmt natürlich nicht. Ja. Aber man nimmt es persönlich, wenn man so viel Herzblut hineinlegt. Also drum, nimm da nichts Persönliches, nimm alles als Feedback lächelnd hin und versuch das Beste draus zu machen und starte wirklich mit einem geführten Kickoff. Das heißt, man kommt sofort in diese Phase hinein, wo man sich rechtfertigt. Hört es auf damit, geht es im Endeffekt mit den Mitarbeitern, wenn es ein großes Team ist, teilt es auf, Küchenservice, Housekeeping, whatever, damit ihr einfach letztendlich die Mitarbeiter versteht, wo kann man jetzt schnell ansetzen
damit man im Endeffekt nicht in die Situation kommt, dass der Küchenchef weggeht. Wenn der Küchenchef weggeht, geht meistens der Souschef weg. Wenn der Souschef weggeht, schaut noch der Chef die Party auch mit. Und auf einmal ist ein Dominoeffekt und die Küche ist leer. Ich kenne Betriebe, da ist die Küche innerhalb von 2-3 Tagen leer gewesen. Sprecht mit jedem Mitarbeiter persönlich im Nachhinein, und weil das ist das größte Vermögen, ich sage es nachher, und haltet es schriftlich fest. Macht daraus eure Vision, eure Werte, eure Ziele, weil das ist dann letztendlich wirklich eure DNA. Das ist wirklich das, was ein Unternehmensporträt, und jetzt kommen wir hin, wie man das präsentiert, ausmacht. Man kann hineinschreiben, ich bin hip, ich bin cool, ich bin was auch immer, aber man merkt sofort, ob ein Betrieb das wirklich ist. Wir kriegen oft Anfragen, ja, wir würden gern das uns cool darstellen, und dann ist es immer ein sehr bodenständiger Betrieb. Das ist der falsche Weg. Ja? Der bodenständige Betrieb soll sich seine Bodenständigkeit in einer DNA toll arbeiten, und dann wird er bodenständige Mitarbeiter finden und nicht die Hipster. Ja? Also jeder hat so seine Zielgruppe. So, es gibt verschiedene Recruiting-Channels. Lieber Frank, wie viel Zeit habe ich denn noch? 30, 20 Minuten, oder? Ach, bin ja. Gut in der Zeit. Gut in der Zeit. Ich habe gedacht, du bist schnell beim Reden, ich versuche noch schneller zu sein. Ja? Jeder Channel hat seine eigene Zielgruppe und Sprache. Print. Mit Print sagt man, ist tot. Na, mit Print erreichst du, ich nenne es einmal, arrivierte und engagierte Bewerber. Wenn ihr unser Magazin anschaut, der 18-Jährige, der einen Job sucht, geht auf unser Portal, geht in unsere App. Aber der Arrivierte, der eine Führungskraft ist, der wirklich Content lesen will, schaut sich das Magazin an und bleibt dann irgendwo hinten hängen bei den Jobs. Und wenn er auch aktuell nichts sucht, ja, sagt er, warum eigentlich nicht? Es ist so ein bisschen so, ah, schau, der ist weg, da tut sie wieder was. Und man kommt vielleicht im Endeffekt wirklich drauf, das wäre doch eine schöne Sache. Da ist endlich das frei, was ich mir gedacht habe. Also Print ist nicht tot. Wenn ihr irgendwo inseriert, achtet bitte darauf. So schaut zum Beispiel unser Magazin aus. Wenn ihr irgendwo inseriert, das kann auch ein Regionalmedium sein. Ja? Es ist ja manchmal gut, dass du ein Abwäsche im Regionalmedium suchst, nicht in ein Nationalmedium. Was ist die verbreitete Auflage? Das heißt, wie viel kommen da wirklich raus von dem Medium? Wie viele Leser gibt es? Das muss auch jeder Verlag aus dem FF beantworten können. Altersstruktur, weil dann kannst du dein Inserat genau darauf abdecken. Es gibt Magazine und Zeitschriften, die decken halt die Älteren ab. Da kann man ganz bewusst Ältere einsetzen. Ja? Man muss ja total kreativ mittlerweile sein. Ja? Und sagt, ich spreche da mit älteren Senioren an, die vielleicht geringfügig mitarbeiten. Ich kenne Beispiele, da machen die Senioren den Nachmittagsdienst. Ja? Punkt, funktioniert wunderbar. Lasst euch sagen, was machen die vom Beruf, welche Position und so weiter haben sie. Dann könnt ihr mit diesen Inseraten ganz gezielt arbeiten. Weil wenn ihr jetzt in eine so jetzt traditionelle Zeitung ein sehr kreatives Inserat reinsetzt, bringt das rein gar nichts. Genauso umgekehrt. Und letztendlich kommt eines raus für euch, nennt sich Tausender Kontaktpreis. Das heißt, wenn ihr mit irgendeinem Verlag redet, sagt, was ist das? Was kostet mir, wenn ich so und so viele Junge, die zwischen 20 und 25 sind, erreichen will, was zahle ich dann pro Person? Also es ist nicht tot. Es gibt zwei Varianten, dass du in einem Magazin Aufmerksamkeit erregen kannst. Das erste ist Image. Du fährst mit einer ganzen Seite cool hinein, das schaut wirklich toll aus, kostet natürlich auch Kohle. Mein Tipp ist, das ist zum Beispiel ein Inserat von Taroa, das ist die Hospitality Group von Red Bull, vom Herrn Mateschitz. Was hier fehlt, ist zum Beispiel, schaut cool aus. Das haben wir gelernt, seitdem es Corona gibt, diesen QR-Code. Ja? Früher war das ein Witz bei den QR-Codes immer. Die QR-Codes haben nur dann einen Aufruf, wenn mich der Typ, der es layoutet, es auch misst, dass es funktioniert. Ja? Mittlerweile funktioniert QR-Code fantastisch. Das, wenn ihr irgendwo ein Inserat schaltet, schaut, dass dieser QR-Code drauf ist. Das heißt, junge Menschen machen nichts anderes, nehmen ihr Handy und sagen, baff, und klicken drauf und dann sind sie mit der Seite verbunden, wo euer Job drauf ist. Weil der möchte euch keinen Brief schreiben. Ja? Der geht nicht zur Post. Der möchte einfach ganz kurz was schreiben. Ja? Also das ist ganz wichtig, QR-Code. Also Variante 1, wenn ihr etwas macht, Aufmerksamkeit, muss gut ausschauen. Variante 2, wir haben eines gemacht, wir haben 1000 Menschen gebeten, das Magazin bei uns zu lesen, zu schauen, was lesen die denn eigentlich? Da gibt es eigene Lesebrillen und siehst du, wie die Augen sich verändern. Und das funktioniert überall. Sie schauen zuerst immer auf die Position, vollkommen egoistisch, betrifft es mich. Punkt. Jetzt haben wir gesagt, wir haben zum Beispiel ein Konzept, also wir highlighten die Position. Also wenn du mit den Augen durchgehst, siehst du sofort zu Chef, Chef de Rang. Ich bleibe sofort hängen, wo ich bin. Dann schaut man in der Regel auf das Bild. Ein Bild ist schon wichtig. Ja? Wir kommen noch darauf zu sprechen. Schaut wirklich, dass ihr ein tolles Eyecatcher-Bild habt. Weil assoziiert mit einem Bild sofort, hey, cooles Unternehmen. Ja? Wenn du da so eine gefaltete Dreispitz-Serviette drin hast, wird sich doch kein cooler Mensch bei dir melden. Ja? Gehalt und Stunden, das ist das, es muss ich sofort merken. Wie viel?
Was kriege ich? Egoistische Generation und nicht nur Generation Z. Also wir haben leider nur wenig Zeit, da gibt es ja auch, wir sind im Millennium geboren, was kriege ich für mein Geld? Ja? Also ganz wichtig, ganz klar, Gehalt und Stunden. Welche Leistungen kriege ich noch, also welche Benefits, wir kommen darauf zu sprechen. Und da, ganz zum Schluss immer, wir über uns. Also alle glauben, sie müssen immer den Betrieb groß darstellen. Na, der Bewerber sagt, betrifft es mich, was verdiene ich? Ah, das schaut gut aus, dann lese ich weiter. Ja? Also so denkt man. Auch hier bei diesem Konzept, das wir haben, mit einem QR-Code, also wirklich sehr, sehr cool gemacht. Wir bieten das zum Beispiel an für 198 Euro, damit Sie sehen, in welcher Preis-Range ihr seid. Ja? Damit kannst du 114.000 bei uns Leser erreichen. Also das ist natürlich im Vergleich zu dem Image-Inserat eine Occasion. Du erreichst eine ganz andere Zielgruppe. Jetzt kommen wir zu Online, was ganz anders. Nimm dir Zeit und mach ein ansprechendes Unternehmensprofil. Wir sehen noch ein paar Beispiele. Viele machen Husch-Pfusch. Ihr zahlt die gleiche Kohle, ob das noch schön ausschaut oder nicht schön ausschaut. Und ich kann euch garantieren, ich zeige euch Zahlen, wenn das nicht schön ausschaut, ist es sinnlos. Also wenn du nicht die Zeit nimmst, das schön zu machen, ja, und das kostet 10 Minuten oder 15 Minuten, und im schlimmsten Fall schaust du ein paar andere an und kopierst das ein bisschen zusammen, ja, brauchst das Rad nicht neu erfinden. Aber mach's gescheit oder lass es. Ja. Schreib keine Romane, ja. Keiner will mehr diese Texte lesen online. Kurz, knackig. Um was geht's? Was verdiene ich? Was bin ich? Ja? Und auch hier verwende ein sympathisches Eyecatcher-Foto. So, weil jeder kennt Tinder, eine Dating-Plattform, wo man sich natürlich wunderbar darstellt. Ja? Und nichts anderes ist ein Online-Inserat. Ich zeige mich von meiner schönsten, tollsten, besten Seite. Ja? Hier haben wir den Andreas Mitterhammer, der ist 31, Mediendesigner, sind die coolsten überhaupt. Ja? Er surft, er macht Waldspaziergänge, Wahnsinn. Ja? Mit seinem Jack Russell, Wassermann ist er. Und er tut was Gutes und hat Spaß dabei. Er sagt, Wahnsinn. Ja? Er macht auch mein Herz. Da-dum. Der hat Online-Inserat verstanden. Ob der wirklich so ist, ich weiß es nicht. Gell? Das ist ein schönes Online-Inserat. Ja, auf eine andere Art und Weise. Was machen aber die meisten? Sie machen den Herrn Mitterhammer draus. Der hat keinen Beruf, kein Hobby, kein Sternzeichen. Und man muss mich so lieben, wie ich bin, ist sein Satz. An Scheiß muss ich. Das ist die Realität. Bei uns schaut es zum Beispiel so aus, der schöne Herr Mittermann, da ist der Pretty Cool Lifestyle Hotel, hat ein cooles Hotel und sagt, was bietet er alles? Und es gibt ernsthaft, wenn ihr auf unsere Seite geht, solche Job-Online-Inserate, wo nichts drinnen steht. Der schreibt nicht einmal Hotel zur schönen Aussicht, der macht die Mustermann GmbH und Coca G. Der zahlt die gleiche Kohle wie das andere Hotel. Dass dort nichts überbleibt, ist klar. Wenn du mit dem anrufst, wir haben also Recruiting-Experts, nehmen wir das, ein wunderbares, sind 7, 8 Herrschaften, die betreuen unsere Kunden, die rufen dann an und sagen, tut das geht nicht. Dann sagt er, ich habe keine Zeit. Und dann beschwert er sich, dass er gebärdend daherkommt. Ja? Also es liegt wirklich, nimm dir diese 5 oder 10 Minuten. Ja? Vielleicht hast du auch im Team jemanden, der das einfach nett machen kann. Ja? Es ist keine Hexerei. So, weil Betriebe mit einem guten Unternehmensprofil bekommen 177% mehr Bewerbungen. So, jetzt wissen wir, wir kriegen nicht viel Bewerbungen, aber da ist im Endeffekt schon mal dementsprechende Musik drin. Einfach erwiesen. Schreibe niemals laut Kollektivvertrag. Sie werden es noch ein paar Mal hören. Pfui! Kein Mensch will für einen Kollektivvertrag arbeiten, weil alle anderen schreiben, wie viel zahlen sie maximal. Das heißt, man kommt in diesem Suchergebnis ganz unten. Würden wir genauso, würden einfach schauen, wo verdienen die welches Geld, in welchen der Stadt arbeiten, dem Land arbeiten, dann kommen im Endeffekt im Suchergebnis immer gelistet die Betriebe, die am meisten zahlen. Und der Kollektivvertrag ist immer der letzte. Bitte schreibst das nicht. 587% mehr Bewerbungen, wenn du das Gehalt hineinschreibst. Unfassbar. Tut's das. Und schreibst aber das maximale Gehalt hinein, so nach dem Motto, wenn der alles kann, das ist der schöne Herr Mittermeier, ja? Der alles kann, ja? Der total schön ist und einen Jack Russell hat und Waldspaziergänge liebt. Und dann kommt er und hat halt keinen Jack Russell und schaut halt nicht so aus und sagt man, der kann halt nicht, hat noch nicht diese Ausbildung. Dann sagt man, du, das machen wir jetzt einmal, wir machen jetzt einmal 6 Monate, kriegst das Zeit und dann noch 6 Monate machen wir den nächsten Step und den nächsten Step. Aber du hast im Endeffekt eine Bewerbung. Es geht ja darum, dass du auch bewerbbar siehst. Also zeig dich von der schönsten Seite, ja? Wie unser Herr schöner Mittermeier. Du hast nämlich nur eine Chance, weil wenn der Arme, die Generation online, die schaut sich das Arme an, die geht nie wieder drüber. Es gibt ein Überangebot an Jobs, da musst du nur Arme hängen bleiben, du hast nur eine Chance.
Und 87% unserer User, wenn die noch selektieren, ich suche einen Job in der Küche als Küchenchef, wir sind im Bundesland, selektieren das nach Gehalt absteigend. Also tut's das auf jeden Fall. Ah, was ist ein, danke für immer, was ist ein, gibt's so ein Fragetool, was ist ein realistisches Budget, mit dem ich Mitarbeiter heute erreichen und finden kann? Wir haben ein Paket, das kostet 1000 Euro im Jahr. So, du kannst einen Job permanent ändern. Aber in der Regel, es kommt immer von vielen Mitarbeiter du hast, wir kommen darauf zu sprechen, zwischen 1000 und 5000 Euro bist du safe. Das musst du wirklich ins Budget hineinnehmen. Ja? Wir kommen ganz zum Schluss drauf. Also schreib niemals laut Kollektivvertrag, schreib niemals laut Vereinbarung. Der Bewerber möchte auf einen Blick sehen, was kriege ich, was ist das? Das ist diese Generation. Punkt. Kaufe Sichtbarkeit. Jeder kennt es, du gibst bei Google etwas ein und dann kommen die erste Seite, schaust du an. Es muss dir sehr langweilig sein, wenn du die zweite und dritte Seite anschaust. Ja? Da musst du wirklich Schlafmangel haben, du kannst nicht schlafen, hast einen Jetlag. Kaufe Sichtbarkeit. Jedes Jobportal hat die Möglichkeit, dass du sagst, ich werde oben gelistet mit meinem Job. Wer nicht auf der ersten Seite beim Suchergebnis ist, der hat es echt schwer. Also drum, kaufe Sichtbarkeit. Wenn dir etwas ausschreibt, no goes im Wording. Nochmal, nicht Bezahlung laut Kollektivvertrag, da meldet sich keiner, weil jeder andere bietet viel mehr. Tut das einfach nicht. 6-Tage-Woche, total toll. Echt von unserem Inserat, muss ich sagen. Ja? Also Magazine draußen, könnt ihr noch schauen. Ja? Wir suchen Personal, ganz toll. Personal ist so Eat and Place-mäßig. Ja? Keiner möchte mehr Personal sein. Ja? So klingel vielleicht noch und dann kommst du. Du suchst Mitarbeiter, du suchst ein Team, du suchst Teamplayer, was auch immer. Das will keiner lesen, dass ich Personal bin. Es geht um Wertschätzung. Näheres im Bewerbungsgespräch. Also, ich will es jetzt sagen, was bittest du mir da? Was kriege ich jetzt? Und sonst schreibe ich da nichts hin. Ja? Leistungsgerechte Bezahlung ist auch sehr schön. Ja? Na, bitte hört auf damit. Maximale Kohle. Wenn der das noch nicht kann, kann man mit ihm wunderbar reden. Und sagt, da ist der nächste Step, du in 3 Monaten das, in 3 Monaten das, aber ist bei dir. Mit leistungsgerechter Bezahlung meldet sich keiner bei dir. Ganz einfach. 89% der Bewerber selektieren nach Benefits. Benefits ist das, was du neben der Kohle noch on top bietest. Ja? Nützt es, aber mach's richtig. Kostenloses WLAN ist kein Benefit. Geht voll nach hinten los. Wenn der Rest vom Inserat auch sarkastisch wäre, könnte es wieder lustig sein. Ja? Kostenlose Benutzung des Fitnesscenters ab 22 Uhr. Warum? Sind das schiere Mitarbeiter, die darfst du nicht aussehen lassen? Ich weiß es nicht. Ja? Genauso einmal im Monat darfst du ins Spa. Ich weiß nicht, warum nur einmal. Ja? Also das ist alles wirklich echt. Nützt das, spielt all diese Karten aus, die ihr habt. Ihr habt so viele Karten, die ihr den Gästen anbietet. Ja? Du musst pitchen, wie du schon hast. Ja? Die Höhle der Löwen, ja? Du hast eine Chance. Der Karl-Heinz Hauser, glaube ich, kennt sie ja. Hamburg, Sülberg, hat alles, 2-Sterne-Restaurant gehabt, Biergarten, Fernsehen. Und der hat mich vor ein paar Jahren angerufen und gesagt, da war ein Bewerber von dir bei mir. Und der hat zu mir gesagt, Herr Hauser, warum soll ich bei Ihnen arbeiten? Erzählen Sie mal. Und der Hauser war fertig. Bin der Herr Hauser. So, ja, bin der Herr Mittermeier. Also, du musst das Ding abrufen. Du musst pitchen. Das mag komisch sein, das ist aber so. Ja? Das kann man jetzt dann sagen, das ist nicht, es ist so. Ja? Das sind echte Benefits. Kriege ich Arbeitskleidung, wird sie gewaschen, habe ich ein gesundes Essen, darf ich das Fitnesscenter besuchen, darf ich den Spa besuchen. Wenn ich das Hotel und Spa habe, kann ich sagen, kommst du halt einfach. Ja? Benimm dich halt ein bisschen. Ja? Habe ich eine Kinderbetreuung? Also das riesige Thema letztendlich, Mütter mit Kindern. Ja? Finde einen Betreuungsplatz. Warum kann ich mein Kind nicht mitnehmen? Ich kann arbeiten, ich habe ein besseres Gefühl. Private Krankenversicherung, Mentorenprogramm, Außenweiterbildungsprogramm, aber echtes. Ja? Ich möchte Skifahren gehen. Es gibt wirklich Betriebe, da darfst du nicht Skifahren laut Vertrag. Warum sollte ich dann da herarbeiten kommen? Nämlich Skifahren an meinem freien Tag. Ja? Ich möchte einen Skipass haben, ich möchte Biken gehen. Es geht nicht nur um die Kohle. Denkt dran, die Kohle ist es nicht mehr. Ja? Es geht wirklich um das, um Wertschätzung. Ich möchte die Zeit sinnvoll nutzen. Ich möchte eine geile Zeit dort haben. Und all das bietet sie euren Gästen an, bietet es doch auch euren Mitarbeitern an. Ja? Weil das ist das, was ihr mehr braucht als Gäste. Weil die Gäste, glaube ich, kommen von alarm, wenn du gute Mitarbeiter hast. So. Ich bin jetzt mal. Ich,
Magst du einen Kaffee holen? jetzt spreche ich leider etwas Unangenehmes an. Wenn ihr einen Ort seid, seid ihr auch im Kampf gegen andere Betriebe. Ihr könnt sich wunderbar verstehen. Ja? Aber de facto ist ein Ort im Endeffekt, wenn du Einheimische arbeiten, kämpfst du auch im Endeffekt gegen deinen Kollegen, gegen einen anderen Betrieb, gegen das andere Hotel. Überleg dir vielleicht auch, wie kann ich der Beste in meiner Region werden? Ja? Indem ich zum Beispiel, wir waren vor kurzem in Kitzbühel, pass auf, bietet es doch an, da gibt es wirklich Einheimische, die haben Kinder, schreibt doch diese Job letztendlich aus mit geringfügig, mit Teilzeit, mit Kinderbetreuung. Was hast du mehr als wie der Kollege nebenan? Das ist wahrscheinlich nicht ganz förderlich für die Freundschaft zwischen den Betrieben, aber es funktioniert, irgendwann muss man egoistisch auch sein. Was ist dein Köder? Zum Beispiel in München, kennst du das Rumors Hotel wahrscheinlich, da ist der David, der GM. Der David hat immer als meine Leute am meisten verdienen in München, weil es ist alles sauteuer. Ich mache eins, ich mache im Izekaya, das ist das japanische Restaurant, Slots. Du musst eine Mindestkonsumation machen, wenn du am Samstag essen gehst, das zweite Sitting um 21 Uhr, musst du so und so viel ausgeben pro Tisch. Punkt. Weil ich weiß noch als Mitarbeiter, ich kriege so und so viel Trinkgeld. Also dann bin ich geil drauf, in dem Restaurant zu arbeiten, weil ich weiß, da kriege ich richtig Kohle. In Österreich gibt es den Bogusch, der Familie Reitbauer, die verlangen am Sonntag 10% Zuschlag und das kriegt der Mitarbeiter. Die haben am Sonntag kein Problem mehr, Mitarbeiter zu finden. Heißt, die sind woanders herkommen natürlich, ja, muss man auch sagen. Was kannst du tun? Und ich glaube, der Gast trägt vieles auch letztendlich mit, wo du dich vielleicht auch vom Konkurrenten in deinem Ort unterscheiden kannst. Haben wir viele Ideen? Kurzes E-Mail an Ich will genügt. Ich muss mir jetzt ein bisschen beeilen. Recruiting ist keine lästige Nebensache, es entscheidet wirklich über deine Existenz. Plane es in dein Budget ein, ist mit einem Tausender hast du was, ja? Aber mit einem Fünfer, mit 5000 Euro, da kannst du wirklich etwas bewegen. User sind schnelle Antworten gewohnt. Wir haben oft Beschwerden von Bewerbern, die sagen, ich habe mich beworben, es meldet sich keiner zurück. Und wenn du doch den Betrieb anrufst, sagst du, was ist los mit euch? Geht ihm was nicht? Ja? Nein, wir haben noch keine Zeit gehabt. Das Ding ist durch. Wenn du nicht pfeilschnell, wir sind gewohnt, wir kaufen bei Amazon, zack, wir bestellen das und das läutet schon. Ja? Du brauchst im Endeffekt jemanden, der sich darum kümmert. Das wirst du wahrscheinlich zeitlich nicht schaffen. Finde jemanden, den du im Endeffekt dafür qualifizierst. In der Rezeption jemanden, einfach jemanden. Dein Kind, ja, den brauchst du nichts zahlen. Reinfischen nämlich. Der muss einfach schnell die Antwort kriegen. Ja, passt, super, cool. Wir sollten uns treffen. Wenn da nichts kommt, ist das Thema gegessen. Ja? Nimm eine Flatrate, ein Paket für 12 Monate, auch wenn du im Endeffekt sagst, ich bin nur ein Saisonbetrieb, ich brauche nicht so viel. In diesen 12 Monaten kannst du viel bewegen. Wir merken zum Beispiel eins, wir haben einen unglaublichen Peak in der Jobsuche nach Weihnachten. Da haben die scheinbar viele die Schnauzen voll, in der Gastro zu arbeiten beim Betrieb. Also wir merken, da geht es richtig ab. Hast du im Endeffekt aber nur etwas für Sommerrecruiting, dann kannst du gar nicht mitnehmen. Sei das ganze Jahr präsent. Flatrate hast, dass du das machen kannst, was immer du willst. Du hast einen fixen Preis. Du bewegst irgendwie zwischen 1.000 und 5.000 Euro und da kannst du ausschreiben, was immer du willst. Weil, schreibe einen Job gleich mehrmals aus. Schreibe ihn aus für einen High-Performer, der 50, 60 Stunden arbeiten will auf Saison, brav 30 Stunden und dann für 20 Stunden und für geringfügig. Du wirst auf einmal ganz andere Leute anziehen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Das kannst du mit diesem Flatrate-Paket. Ihr müsst viel mehr weiterdenken, wo habe ich meine Zielgruppen? Die Muttis, die Pensionisten, die, was eigentlich aus der Gastro draußen sind, aber eh nur 3 Tage irgendwo arbeiten. Ja? Die möchten vielleicht einen Tag wieder in der Gastro arbeiten, weil es einen Tag hat. Ja? Schreibe auch bereits besetzte Jobs aus. Aber mein Tipp ist, sag's den aktuellen Mitarbeitern. Das macht keinen guten Eindruck sonst. Kannst du wunderbar verkaufen. Lieber Küchenchef, ich schreibe jetzt einen Küchenchef aus. Weißt du, falls der Sous-Chef weggeht, dann haben wir einen. Die sind ja alle, glauben sie, müssen Küchenchef werden. Dann haben wir schon einen. Ja? Und so kannst du das Spiel wirklich am Laufen halten und du baust dir deinen eigenen Pool auf. Du hast immer Leid. Wichtig ist, dass du auch diesen Bewerbern zurückschreibst. Hey, cool, lass uns in Kontakt bleiben. Weil eines passiert, du hast diesen Domino-Effekt nicht. Ich kenne viele Betriebe, der Küchenchef geht, wie schon gesagt, der Sous-Chef und dann geht der Dritte und auf einmal ist ein Betrieb in der Küche leergefegt. Wenn du das hast, hast du einen permanenten Pool, wo du laufend neue Leute hast. Ah, kommt wieder eine Frage. Was sind die besten Social Media Kanäle, um Bewerber zu erreichen? Wenn es junge sind, TikTok. Facebook bin ich, ist alt. Da findest du, also, du bist alte, ist okay. Viele glauben, sie müssen auf den Facebook-Account, das geht aber nicht von meiner Zeit ab, gell? Diese Frage.
Du hast über Zielgruppen. Facebook ist älter, tut es aber nicht das, dass ihr über einen Facebook-Account eures Betriebes ausschreibt, wir suchen dringend Mitarbeiter. Da schauen eher eure Gäste drauf. Das macht noch nicht so einen guten Eindruck, wenn das Hotel sagt, wir brauchen so dringend Mitarbeiter für unsere Gäste. Würde ich nicht tun, aber Facebook ist etwas älteres, Instagram ist schon stylischer geworden, TikTok, TikTok, TikTok. Ihr müsst TikTok auch nicht verstehen, es ist eine eigene Geschichte, aber wenn du heute die erreichen willst, alle glauben, TikToker sind 14 Jahre, nein, das sind 16 bis 20 Jahre und werden rasch älter. Das heißt, das, was von Facebook vor 10 Jahren oder 12 Jahren war, ist heute TikTok. Das heißt, ich würde auf TikTok setzen und dann ist die Frage schnell beantwortet gewesen. 10 Minuten habe ich länger zum Sprechen. Gönn dir ein Bewerbermanagementsystem, sonst was ist das? Du schreibst noch überall Jobs aus, du kriegst es einmal so geschickt, einmal so geschickt, einmal so geschickt, dann kriegst du eine E-Mail, dann kriegst du ein PDF, dann weißt du nicht mehr, wo der Schatz ist, dann vergisst du zurückzurufen. Wir haben so ein Recruiting-Center, da kommen all unsere Sachen ein, beim anderen schaut es dann wieder so aus, du hast keinen Überblick mehr. Also, wenn du auf mehrere setzt, das würde ich tun, auf mehrere Jobbörsen, weil einmal ist regional gut, einmal sagst du, ich möchte vielleicht Österreicher dort herholen, ich möchte Ähnliches. Das sollte Schnittstellen haben, das heißt, du kannst nur bei uns ausschreiben, bei Hotel Career ausschreiben, mit einem Klick und die Bewerbungen kommen in diese Software letztendlich hinein. Du brauchst es nicht mehr grob zusammensuchen. Es geht dann nichts mehr verloren. Du kannst zum Einladen, absagen. Pflege im Endeffekt diese Bewerber, auch wenn du sagst, ich brauche sie aktuell nicht. Mach ein Newsletter. Ich schreibe sie den Gästen-Newsletter. Warum schreibst du nicht den Mitarbeitern, den ehemaligen Mitarbeitern-Newsletter? Ja? Den Bewerbern, du sagst, hey cool, wie geht's euch? Wie suchen wir jemanden? Habt ihr jemanden? Wir geben mal Kopfgeld und alles drum und dran. Nützt das. Ja? Und das Ding sollte ganz einfach zu verwalten sein. Ich könnte noch so viel mehr erzählen. Ja? Über Social Recruiting, ein riesiges Thema, über Onboarding. Ja? Viele kommen ja und kündigen in dem gleichen Tag geistig wieder. Ja? Wie kann man das besser machen? Ein Tipp noch, ja? Mein Kaffee darf, wenn ihr Lehrlinge habt, gibt es jemanden, der Lehrlinge ausbildet? Gibt's noch? Ja. Mein Tipp ist, bevor die anfangen, lautet es ein mit den Eltern. Was dann sagt das Kind, ey, was nicht, das taugt mir nicht. Wenn die Eltern mal mit dem Kind bei euch waren, dann sagt der Foto nichts gibt, so gehst du hin. Dann schreibt sie vielleicht nur so Akkorden, so hey, lieber Frau, wir freuen uns total auf dich. Ja? Und dann, wenn der so, die kritische Zeit ist, wisst ihr, so ein, zwei Wochen, da kann man so eine leichte eine Kauffreude entwickeln. Ja? Dann lädt es nochmal die Eltern ein. Dann habt ihr Ruhe, dann habt ihr die Eltern als Verbündeten. Also dieser Onboarding-Prozess bei Auszubildenden ist super. Dann gibt es wunderbare Ideen, Onboarding-Prozess für die Ausgelernte und natürlich Heizen und alles drum und dran. Also wenn ihr da was wissen wollt, E-Mail an ich will. Es tut mir echt leid, das ist eine Frage. Wie wichtig ist Recruiting auf der Webseite? Meinst du deine eigene Webseite? Wer dich gefragt hat, wie wichtig ist Recruiting auf der Webseite? Die eigene? Die eigene? Ja. Ja. Ja, ist wichtig. Schau, dass die Seite mobile optimiert ist. Nimm da ein Beispiel letztendlich an dem, was alle machen. Und auch hier, erwarte nicht, dass die Leute noch was für ausfüllen. Ja? Dass die nicht glauben, dass die müssen jetzt dann müssen alles nochmal eintippen: Vorname, Geburtsjahr, Blutgruppe, Schuhgröße, wie geht es den Eltern und so weiter. Vergiss den Scheiß. Die müssen einfach sagen: Ja, ich will. E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Und dann brauchst du jemanden, der die Leute reinfischt, anruft. Hört auf, denen was abzufragen. Das will keiner. Das ist kein Mensch mehr gewohnt, das zu tun. Ja, mobile optimiert und ganz kurz und knackig alles zu beschreiben. So, wenn ihr Lust habt, wir sind da oben im Foyer, im ersten Stock. Wenn ihr eure Karte gebt, dann kriegt ihr noch eine Information oder schickt uns eine E-Mail an ichwill@rollingpin.com. Ich bin pünktlich, lieber Frank. Ich danke euch vielmals. Habt noch einen schönen Tag.